und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute kommen wir wieder zu einem Zuschauerwunsch, denn eine Zuschauerin, beziehungsweise mein Schwesterherz war das, hat sich nämlich im Frühjahr gewünscht, dass ich zeige, wie man Röstzwiebeln zaubert. Und es tut mir leid, Schwesterherz, aber die ganze Zeit war es echt ganz schön warm und im Sommer habe ich mir gedacht, macht eh keine Röstzwiebeln. Und ich persönlich nutze immer schlechtes Wetter für irgendwelche Rezepte, die ich dann quasi immer auf Vorrat mache. Und Röstzwiebeln gehört zum Beispiel dazu. Und heute zeige ich euch, warum man das auf jeden Fall selbst herstellen sollte. Für die Röstzwiebeln benötigen wir nun einmal zwei Gemüsezwiebeln. Ich habe jetzt mal hier zwei Herstellungsvarianten. Einmal die quasi gerieben auf der Reibe. Da ist es bei mir nicht die geringe, also nicht die schmalste Stufe, sondern Stufe 2 bei der Reibe. Dann einmal als Spirelli. Das ist mein kleiner Favorit hier, aber ich zeige euch einfach gleich das Ergebnis. Dann benötigen wir noch einfach eine flachere Schale mit Mehl. Wer glutenfreies Mehl benutzen muss, der verwendet einfach das. Das funktioniert genauso. Dann benutze ich immer am liebsten hier dieses Brat, also Frittier- und Bratöl. Das kann man nämlich immer wieder verwenden und ich zeige euch am Ende des Videos auch wie. Und ein wenig Zucker und Salz. Und außerdem lege ich mir hier schon mal eine flache Schale zurecht mit ein bisschen Zewa, damit wir das quasi dann nach dem Rösten direkt hier abtröpfeln lassen können. Schaut mal, ich habe noch nicht mal gelogen mit dem Thema. Ich mache solche Vorratsrezepte nur bei Regen. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, aber der Regen prickelt gerade hier aufs Dachfenster. Aber davon lassen wir uns gar nicht abhalten, denn jetzt erhitzen wir als allererstes das Brat- und Frittieröl. Ich schütte immer einfach alles voll, erhitzen das Ganze im Topf und machen wieder die Stäbchenprobe mit dem Holz und gucken dann, wann es fertig ist. Also wir warten jetzt eigentlich nur noch darauf, dass das Frittierfett schön heiß wird. Währenddessen können wir schon mal die Zwiebelringe in das Mehl tunken, so dass die rundherum mit dem Mehl bedeckt sind und dann wandern die quasi in das heiße Fett. Jetzt machen wir mal den Test. Ja, es brutzelt. Jetzt können wir auch schon die ersten Zwiebelringe reinmachen. Und ich drehe jetzt auch die Hitze nach unten, so auf Stufe 8. So, die erste Portion, also die Ringvariante, die ist schon mal fertig. Dann riesele ich jetzt einfach mal ein ganz bisschen Zucker drüber. Ihr wisst ja aus meinen ganzen Soßen, Zucker verfeinert oder hebt den Geschmack von den Zwiebeln noch ein bisschen hervor. Also ein bisschen Zucker drüber streuseln. Und genau das gleiche machen wir auch mit dem Salz. Auch schön vorsichtig drüber. Und dann ist unsere erste Portion auch schon fertig. Und jetzt kümmere ich mich gerade noch mal um die zweite. Wir haben es endlich geschafft, ihr Lieben. Und die ganze Bude stinkt, weil das Öl, was ich benutzt habe, habt ihr ja schon gesehen, das war nicht mit 2 Liter voll. Ich hatte es schon 2-mal benutzt und ich habe auch echt die Erfahrung gemacht, man darf das Öl nur 3-mal benutzen und bei Nummer 3 gehört es nur noch in den Müll. Und ich zeige euch jetzt mal gerade. Ich hoffe, ihr seht es. Es ist ganz dunkel wegen dem Mehl, was da alles noch mit ins Öl gegangen ist. Ich lasse den Topf jetzt erstmal abkühlen und wenn ihr euch fragt, was mache ich mit dem alten Frittierfett, dann sage ich es euch. Man füllt es quasi einfach, ich nehme jetzt noch so einen Trichter, mache den dann oben drauf, fülle das ganze Öl da hinein, verschraubt das Ganze und so wandert das Ganze dann in den Restmüll und so entsorgt ihr das Öl auch richtig. Also ganz wichtig, nicht in den Ausguss kippen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man sich merken muss. Und jetzt, wie versprochen, also 2 Zwiebeln frittiert quasi, Röstzwiebeln, passen in so ein Wegglas rein. Und ich verlagere das Ganze, also wenn es abgekühlt ist quasi, lagere es dann auch immer mit dem Deckel hier, einfach oben im Schrank. Ich hatte schon mal ein halbes Jahr drin und es hat noch genauso lecker geschmeckt. Also bis zu einem halben Jahr
also könnt ihr es quasi aufbewahren. Aber ich sag's euch, es ist auf jeden Fall vorher weg. Und das Allerwichtigste ist, oder mein heißester Tipp ist, füllt es direkt in ein Glas um, macht den Deckel drauf und macht es weg. Denn wenn man das probiert, dann herrscht da wirklich Suchtgefahr. Man greift da einmal rein und die schmecken so fantastisch lecker, dass man direkt ein zweites Mal hinterher geht. Und mein absolutes Lieblingsrezept ist das, mein Baguette-Rezept, was ihr ja schon auf meinem Channel kennt. Ich verlinke euch das einfach ganz zum Schluss quasi. Ihr könnt ihr direkt draufklicken. Wenn ihr da quasi in den Teig, wenn er geknetet wird, in den Teig nochmal so eine Handvoll von diesen Röstzwiebeln reingibt, das schmeckt einfach nur fantastisch. Aber jetzt zeige ich euch noch, warum ihr die selber machen sollt. Ich meine, okay, ihr seht es ja schon. Die sehen einfach nur, guck mal, die Farbe ist fantastisch, der Geschmack vor allen Dingen. Ich mache jetzt mal, ich mache für euch die Geschmacksprobe. Also die schmecken wirklich einfach nur aromatisch. Also schnell wieder Deckel drauf. Jetzt kommt nochmal die Geschmacksprobe von dem aus dem Geschäft. Also optisch seht ihr schon mal einen riesen Unterschied, finde ich. Hier sieht man schön die schönen langen Zwiebeln und hier sind die hell und auch nur sieht eigentlich aus wie so Reste von irgendeiner Zwiebelfabrik. Also so kleine Kruspel irgendwie. Ich probiere das Ganze jetzt trotzdem mal für euch, um einfach mal nochmal den Vergleich euch zu zeigen. Also um ehrlich zu sein, ich kann euch gar nicht sagen, nach was die schmecken. Nach irgendwas Frittiertem, wo ein bisschen Salz drauf ist, aber das drinnen schmeckt nicht nach Zwiebel, um ehrlich zu sein. Gerade wenn man jetzt hier die selbstgemachten sieht. Und abgesehen davon, ihr habt ja gesehen, es ist ganz einfach herzustellen. Es hält sich und es schmeckt in ganz, ganz vielen Gerichten total lecker. Also nicht nur in dem selbstgemachten Baguette. Denn das erste Mal, wo ich die selbstgemachten Zwiebeln ausprobiert habe, da habe ich selbstgemachte Burger gemacht. Und da hat es auch wirklich einfach nur fantastisch geschmeckt. Ich hoffe, ihr probiert das Rezept mal aus und schreibt mir unten in den Kommentaren, ob es euch geschmeckt hat. Wenn ihr irgendwelche anderen Fragen zu dem Gericht habt, schreibt es mir einfach unten hin. Ich beantworte euch die gerne. Ich hoffe, ihr habt meinen Kanal abonniert, denn dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht. Ich würde sagen, bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!